Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der DJ Bros. Mein Name ist Sebastian, aka DJ D von den Spinning Agents. Und wie ihr schon sehen könnt, heute geht es ein bisschen um Kabel. Und was für Kabel das ganz genau sind, das zeigen wir euch jetzt. Wir haben euch hier mal die gängigsten drei Kategorien zusammengestellt. Den Anfang macht der Ventronic Zweifach Chinstecker, dann das Kabel Direct Pro Series von Amazon und ich habe hier noch das Premium Kabel, nämlich das Neo D Plus TRS Class B Kabel. Das ist wirklich das teuerste, ist seinen Preis aber definitiv wert. Fangen wir mit den günstigsten Kabeln an und eigentlich den Kabeln, wie sie jeder kennt. Die Chinstecker von Ventronic gibt es aber auch von anderen Herstellern, kann man hier bei Amazon gut in der Länge auswählen. Und die Kabel gehen für den Hausgebrauch, als auch für den einen oder anderen Club-Einsatz wirklich in Ordnung. Die nächsten Kabel sind schon um einiges hochwertiger. Hier handelt es sich um die Pro Series von Kabel Direct. Diese haben vergoldete Chinstecker und haben auch eine sehr hochwertige PVC-Ummantelung. Der Aufpreis von ein paar Euro lohnt sich bei den Kabeln auf alle Fälle. Sie sind nämlich um einiges langlebiger wie die Standardkabel. Kommen wir nun zum absoluten Premium-Produkt. Viele denken sich, über 30 Euro für nur 2 Meter Kabel, die sind doch echt verrückt. Aber die Kabel sind es auf alle Fälle wert. Die Anschlussklemmen sind mit 24 Karat Gold beschichtet und die Kabel sind doppelt ummantelt, um nur ein paar Specs von ihnen zu nennen. Die Kabel sind auch die robustesten. Sie machen wirklich alles mit. Man kann sie in alle Richtungen biegen und danach schauen sie immer noch aus wie neu. Welche der drei Kabelarten ihr jetzt benutzt, ist euch natürlich überlassen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit natürlich dem teuersten Kabel. Man kann es gut zusammen machen und das nächste Mal jederzeit wieder benutzen. Es gibt aber auch DJs, die Kabel wirklich immer liegen lassen und verlieren. Insofern würde ich euch eher zu den günstigeren raten. Dann ist nicht so viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Ja, welche Kabel ihr benutzt, könnt ihr uns ja nochmal in den Kommentaren schreiben. Das war's von dieser Episode von den DJ Bros. Diesmal ging es, wie gesagt, über den Kabel. Wir freuen uns das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet oder besser gesagt auf unseren YouTube-Kanal klickt. Und weitere Tipps und Tricks rund um das Thema DJing findet ihr auch auf unserem Blog. Und zwar ist das ganz easy, www.dj-bros.de. Schaut einfach mal vorbei, lasst uns einen Kommentar da, wie euch die Seite gefällt, würde uns freuen. Und gerne sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt DJ Bros.